Moin zusammen und herzlich willkommen zur neuen Folge Oxygen Not Included. So, wir gehen voll rein. So, erstmal gucken wir mal Sauerstoff, Lufterfrischer. Setzen wir da nochmal ein paar hin, dass wir hier den Bottich hier mal ein bisschen fertig kriegen hier, dass wir den ganzen Schmodder mal wegkriegen. So. Ja, jetzt bin ich gerade dabei, hier einen Tunnel zu bauen und hier einen Tunnel zu bauen, damit wir hier vielleicht mal ein bisschen runterkommen und hier mal sehen, ob wir hier noch irgendwie was abfarmen können, ob wir da noch irgendwie Schwefel oder so einen Schweinkram finden. Sieht mir aber momentan nicht so wirklich gut aus. Dann müssen wir nochmal sehen, dass wir irgendwie nochmal an Plastik kommen. Plastik. Ja, da muss ich mal ganz kurz grübeln. Grübeln kriegen wir, ich glaube, wir kriegen das aus, aus Petroleum. Petroleum kriegen wir das, glaube ich, her. Veredeln war das, ne? Plastik. Glasschmiede, Metallraffinerie, hier, Presse. Petroleum, Energie, 42 Watt, Flüssigkeitseingangsrohr und Gasausgangsleitung. Okay. Effekte, Plastik 500 Gramm die Sekunde, Dampf 833 die Sekunde, Kohlendioxid 8,33, Wärme 32,5 Kilodeltius, Überhitzungstemperatur, Flüssigkeitseingangsrohr, Gasausgangsleitung. Also ich werde tatsächlich Wasser für brauchen, oder? Wenn wir dafür Wasser brauchen, veredeln, oder? Dann die Presse. Wo könnte man die raufdrücken? Hier vielleicht, ne? Oder hier so in dem Bereich, dass man hier vielleicht mal so ein bisschen zwischen Presse. Wir brauchen ja Öl. Öl sei schon. Petroleum, das kriegen wir hierher. Und dann Gas, Ausgangsrohr. Okay. Müssen wir mal gucken, dass wir das hier hinsetzen. Machen wir da noch ein bisschen Isolierung rein. Hier ein bisschen Isolierung rein. Kommen die überhaupt hin? Oder was machen wir nochmal anders? Dies machen wir nochmal anders. Das machen wir nochmal anders. Dann machen wir den nämlich gleich hier. So. Dahin. Und dann brauchen wir noch eine Tür. Die drücken wir mal dahin. Können wir nicht. Okay. Zerlegen. Dahin. Okay. Das wollte ich noch erweitern hier vorne hin. Wegen dem Wasser, dass wir das ein bisschen erweitern, weil hier kommt das Wasser schon so langsam hoch. Das ist natürlich ein bisschen bäh. Machen wir das so. So. Machen wir das so. Da könnten sie... Was? Verbrühung? Ach ja, weil die sich da wieder Wasser holen. Ja. Okay. Nee, ich wollte nämlich auch dann Plastik holen. Einfach aus dem Grunde auch, weil wir ja auch dieses Transportdings wollen wir uns ja auch mal bauen. Diese Transportröhren. Das wäre ja auch nochmal so ein Punkt. So, dann machen wir das da lang. Abbruch. Das müssen wir leider nochmal abbrechen. Da kommen sie ja nicht hoch. Ob wir da so lang kommen. Dann sollen sie das bauen. Eigentlich brauchen sie das gar nicht mehr setzen. Abbruch. Brauchen sie eigentlich auch nicht mehr setzen. Dann müssen sie noch den setzen. So, dann laufen sie runter, machen erstmal das. Fräsen hier erstmal alles weg. Da können sie runter. Können sie da buddeln. Ja, mal gucken. Mal sehen, zumindest hier, bis hier können sie ja ran. So. Ja, so viele Fische haben wir tatsächlich noch nicht, ne? Das ist echt elend. Was ich auch noch machen wollte, dass wir uns, für Kohlendioxid, dass wir uns da hier vielleicht auch nochmal so ein kleines Öltank, einen kleinen Öltanklager, Öltanklager? Ne. Dass wir uns da so ein kleines Lager für bauen. Okay. Da haben wir noch ein bisschen Öl in Reserve. Müssen wir eigentlich den auch mal so ein bisschen wegbuddeln. Ich weiß gar nicht, warum ich das hier reingesetzt hatte zwischendurch. Weiß man nicht. Gut. Haben wir denn hier? Da kommt das durch. Hier wird weggefiltert. Das ist aber nur für Erdgas.
Wir könnten, was wir machen könnten, wäre nochmal. Wir haben noch diesen. Wie heißt der, dieser Ölheini da? War der nicht hier? Hier ist nämlich Öl die ganze Zeit. Das hängt nämlich mit dem. Wie heißt der noch? Mit dem Viech, was Erdöl produziert. Aus Kohlendioxid. Hatchling, den können wir noch mitnehmen. Den können wir noch mal mitnehmen. Wenn wir das jetzt hier hinbauen, weil ich meine, der braucht ja sicherlich so ein bisschen, der braucht glaube ich so ein bisschen Wärme, ne? Das hätte ich ja fast gedacht. Da kommt ja gleich Öl noch dazu. So. Dann schwabbelt das darüber. Dann könnte man eigentlich hier. Hier könnte man sonst eigentlich mal noch so einen kleinen Bunker setzen, hätte ich fast gesagt. So einen kleinen. Ah, für das Viech halt, ne? Warte mal. Können wir sonst mal hier setzen. Und dann machen wir das da rein. Da könnte man hier zumindest. Bauen wir, glaube ich, erstmal ein bisschen provisorisch. Machen wir mal so. So. Bauen wir jetzt hier so einen kleinen Schutz rein. So. Obwohl, das ist eigentlich ein Blödsinn, was ich gerade mache. Moment, 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 Moment. Das ist eigentlich Blödsinn. Zumindest bis hier ist es Blödsinn. So, dann können wir nämlich einfach das machen. So. Weil dann können wir nämlich sonst hier. Ich bin gerade im Überlegen, wie wir das hier machen. Ob wir dann hier Kohlendioxid reinpusten. Und dann hätten wir natürlich hier unten auch Kohlendioxid, ne? Hier unten auf jeden Fall. Könnte man natürlich machen. Dann hätte man hier zumindest eine Grundlage. So, wo haben wir denn? Aber ich glaube, das Viech ist, glaube ich, kaputt gegangen. Da schwabbelt normalerweise immer hier in der Gegend rum. Aber ich weiß nicht, ob der sich irgendwie. Ob der sich weggemacht hat oder was. Ob der kaputt gegangen ist in der Zwischenzeit oder nicht genug zu futtern hatte. Oder kann natürlich sein, weil wir hier überall normalen Sauerstoff haben. Vielleicht ist er quasi verhungert, wenn du so willst. Das weiß ich nicht. Dieses Slickster. Slickster, jetzt komme ich auf den Namen. Slickster. Ich glaube Slickster oder Slicker. Slicker. Slickster oder Slickster. Irgendwie sowas. Irgendwie so heißen die. Und die lotschen eben halt Kohlendioxid und machen daraus Öl. Das ist natürlich nicht ganz so unwichtig. Aber wie es aussieht, funktioniert das hier nicht. Ist klar. Wie schaut es denn aus? Können wir hier Slickster auch raushauen oder macht er das nicht? Ah, Slickster. Doch, 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 das geht hier. Slickster. Slickster Larven, Slickster, die kann man hier halt reinpacken. Guck mal, dann passt das doch ganz gut. Dann könnte man nämlich hier einmal diese, ups, diese Slickster absetzen. Kohlendioxid kriegen sie ja sowieso. So, dann kriegen sie einen Gasabzug. So, und dann kriegen wir irgendwie mal von hier aus Gas. Hier kommt ja eigentlich nur Kohlendioxid rein, ne? Eigentlich könnten wir das ja direkt gleich abführen. Mal gucken, ob das funktioniert, ohne dass wir jetzt großen Filter reinbauen. Dann können wir uns das nämlich dann auch gleich sparen.
Nee, wir machen das. Machen das anders. Moment. Dies machen wir anders. Das machen wir ein bisschen einfacher. Und zwar setzen wir das dahin. So, nehmen wir nämlich die Leitung. Gehen da raus. Und dahin. Dann können wir das Kohlendioxid nämlich dahin pumpen. Verbrühung, ja. Können wir das nämlich hier hinpumpen und haben wir hier Kohlendioxid. Müsste ja eigentlich funktionieren, das mal soweit. So, dann haben wir nämlich schon mal so ein bisschen was dafür bereitet, vorbereitet. Und dann haben wir nur Kohlendioxid. Das dürfte eigentlich für die Slickster ja reichen. Was, verdammt, das ist der Mist, dass das Slickster hier jetzt gerade weg ist. Wir hätten so ein schönes, langes Leben hier, naja, hätten wir ihn gebaut hier, keine Ahnung. Das ist natürlich nie so schön. So, den können wir uns mal, den greifen wir mal an. Wir müssen sowieso mal gucken, wir haben, glaube ich, viel zu viele Tiere, oder sind die alle schon, wie viel haben wir denn hier? Überschuss automatisch einfangen, gelagert 8 Tiere, eingeengt mürrisch. Dann werden wir mal ein oder zwei angreifen. So, und da oben haben wir sicherlich auch zu viele, ne? Wie viele haben wir hier? Hier haben wir 9 Tiere. Ach du Scheiße. Machen wir auch erstmal 2, 3 vom Platt. Ist zwar ein bisschen unschön, aber naja. Nützt ja nichts. Verbrühung schon wieder. Mann. So, das müssen wir schon mal weg hier. Matschriegel. Matschriegel? Wieso Matschriegel? Ich soll eigentlich keine Matschriegel hier bauen. Nein, Matschriegel, ja wohl. Ja, gut. Matschriegel. Besser als nichts, ne? Bevor die komplett verhungern. Machen wir es trotzdem auf 0. Muss ja nicht sein. Muss ja nicht sein. Ja, dann haben wir hier erstmal ein bisschen was am Wachsen. Das sieht gut aus. Das ist in Ordnung. Hier haben wir genug Sauerstoff. Das ist nett. So, aber wie gesagt, wir brauchen eigentlich den Slickster mal. So, ist natürlich schade, dass wir die jetzt wegfräsen müssen, aber nützt ja alles nichts. Mürrisch. Ja, ihr mit eurer Verbrühung immer. Dass wir das nicht irgendwie regulieren können, das ärgert mich. Es ist natürlich gerade wie so ein bisschen Eruption hier. Das heißt, wir haben schon zu viel Wasser. Wir müssen das Wasser hier nochmal irgendwie runterkühlen und irgendwie nochmal nutzen. Da frage ich mich gerade, wie ist das eigentlich mit Vakuum? Wir haben doch ein Vakuum, warte mal. Kein Vakuum, hier haben wir 10 Grad. Ich überlege gerade, würde es Sinn machen, das Wasser hier irgendwie zu kühlen? Aber hier haben wir keine Temperatur, ist ja Vakuum. Also ich glaube, das würde nichts bringen, glaube ich. So, da haben wir Eisenerz, das können wir auch nochmal irgendwann missbrauchen. So, wie schaut es hier aus? Da sind sie zwar dabei, aber noch nicht weit genug. Hier könnte vielleicht noch was sein. Nee, es müsste ein kaltes Biom sein. Wohl nicht unbedingt. Sand. Na, vielleicht haben wir hier Sand. Vielleicht haben wir da Möglichkeiten. Wie gesagt, wir brauchen Schwefel. Wir brauchen Schwefel, Schwefel, Schwefel. Und was ich auch ganz gerne nochmal machen wollen würde, ist eine Rakete bauen. Die muss ich aber eben noch mal ein bisschen forschen. Dafür brauchen wir dann aber wieder Radioaktivität. Okay, das auch mehr schlecht als recht. 24% geht eigentlich. Graupelweizen. Langsam und gemächlich am Wachsen. Brauchen wir sowieso immer irre lange. Ich hoffe, das bringt dann nachher auch was.
es ist alles hier auf 7. So, welche Anschlüsse brauche ich denn da? Wir brauchen einmal einen Gasanschluss. Der wird ja sicherlich Kohlendioxid sicherlich produzieren. Davon kannst du ja ausgehen. Dass er Kohlendioxid raushaut. Und Dampf produziert. Mal gucken, ob wir das vielleicht, ob wir den Dampf hier vielleicht nutzen können. Das weiß ich allerdings nicht. Ja, und Raketen. Raketen müssen wir eben halt auch mal gucken. Ah, Raketenplattform. Nutzlastöffner. Sternkartenortungsgerät. Das sind alles so Sachen, die wir noch erst noch bauen müssen. Zeigt besuchbare Planetoiden im Weltraum an. Zugewiesene Duplikanten müssen die Fertigkeit Astronomie haben. Das Gebäude muss dem Weltraum zugewandt sein. Raketenkontrolle. Fertigkeit Raketenpilot, Gateway, Gangway, Raketenplattform. Vorläufer für den Bau aller Raketenmodule. Ermöglicht Raketen den Start oder die Landung auf dem Planetoiden. Verbindet sich automatisch mit Raketenanschlüssen, die auf beiden Seiten der Plattform gebaut werden. Übrigens, Erhitzungstemperatur 2000 Grad, Automatisierung Eingänge, Rakete starten, Automatisierungsausgänge, Raketencheckliste, gelandete Rakete. Brauchen wir dafür eigentlich alles? Ja, ja, ist ja gut. Hier ist Vakuum. Ich weiß nicht, ob wir die Rakete... Hier dürfen wir sie... Doch, hier könnten wir sie bauen. Hier könnten wir sie nicht bauen. Nee. Ich weiß nicht, ob es, wo es Sinn macht, die zu bauen, weißt du? Das ist so ein bisschen... Vielleicht hier so hinsetzen? Bunkerziegel. Brauchen wir Stahl für? Brauchen wir sonst mal hier hin irgendwann? Haben wir das auf... Warte mal, Priorität? Ja, machen wir auf 5. Ja, machen wir auf 5. So wichtig ist es noch wieder nicht. Stahl brauchen wir ja auch noch. Oh mein Gott. Ah, das ist schade mit dem Slixer, ne? Dass der Slixer hier irgendwo ist. Ich fürchte tatsächlich, dass wir den... Dass er entweder kaputt gegangen ist oder... Naja, kann ja nur kaputt gegangen sein, weil sonst wüsste ich jetzt nicht, wo der hier irgendwo rumtüdeln soll. Er wird sich ja nicht automatisch hier irgendwie was suchen, oder? Da wird er nicht automatisch hier nach Kohlendioxid suchen. Wir bleiben ja eigentlich immer auf derselben Ebene, würde ich fast behaupten. Ich glaube, das kann auch sein, dass er eingegangen ist, weil er hier so gut wie gar kein Kohlendioxid hat. Das kann natürlich auch sein. Kann sein, muss aber nicht sein. Achso, was macht ihr eigentlich? Habt ihr noch einen tieferen Zweck hier? Die Mobs? Die Mobs? So, Mobs werden unhygienischen Bedingungen angezogen, geben regelmäßig kleine Wölkchen vom verschmutzten Sauerstoff ab. Im Vorbereich. Okay. Das heißt, wir müssen die einfach nur killen. Einfach nur killen. Angreifen. Die da trotzdem noch hier hingehen, ne? Wahrscheinlich reichen die ganzen WCs nicht. Aber okay, so haben wir, so können wir es ein bisschen aufteilen, ne? Die einen gehen halt auf das normale, moderne Klo. Die anderen auf das alte. Ist ja auch erstmal nicht verkehrt. Ist ja dramatisch. Und guck mal hier, was hier alles rausgeht.
Hier sieht man natürlich schon, dass wir ordentlich Wasser mit verbröseln. Weil wir hier eben das ganze verschmutzte Wasser. Das ganze verschmutzte Wasser. Ey, war eigentlich schon mal bis hier vorne. 4, 5 Tanks voll oder so. So. Sehr schön. Also hier brauchen wir schon für Sauerstoff und dann haben wir das ja auch noch hier unten. Hier die Wasserversorgung. Ja, Wasser bei 27 Grad. Wundert mich so ein bisschen, dass die Pflanzen trotzdem wachsen. Ich hätte jetzt gedacht, dass es für die ein bisschen schwieriger ist, wegen, weil es eben warmes Wasser ist. Und das scheint die nicht so zu jucken. Das scheint wirklich nur die Umgebungstemperatur zu sein. Die es halt schwierig macht. Aber weil ich nämlich mal in den vergangenen Staffeln hatte ich nämlich immer mal das Problem, dass die Pflanzen kaputt gegangen sind, weil die ein Temperaturproblem hatten. Aber ich denke, das liegt auch vielleicht so ein bisschen daran, dass wir hier grundsätzlich eine kalte Umgebung haben. Sieht ja sonst, glaube ich, ganz gesund aus. Und hier kühlen wir ja eigentlich das Wasser schon vor, hoffe ich. So. Okay, da haben wir noch ein bisschen Blei. Hier unten irgendwie noch Slicks da rumschwabbeln sehen, aber irgendwie richtig doll ist das nicht. Tropischer Paku, die kommen auch nicht so richtig zu Potte, die Viecher ist. Obwohl, da sind jetzt schon 2 Eier wieder. So, Kampf, Überflutung. Druckerzeugnisse. Was hast du denn, Minion? Joja-Samen. Ja. Kreativität, Graben, Tierzucht. Athletik. Heizdarm, ah, nee. Landwirtschaft bauen. Dekoration gesenkt. Mundatmerverbrauch. Eine Riesenüberlegung wert, ne? Landwirtschaft bauen. Attributboni bei Stress. Medizin erhöht. Reisen wir es mal ab. Wir müssen auch nicht jeden reinlassen. So. So, so, so. Oh. Da haben die jetzt auch weiter durchgebuddelt. Das ist gut. Dann könnten wir nämlich hier runter und mal hier schauen. Mal 7 drauf. Ich würde mich echt mal interessieren, ob hier was in der Nähe ist. Ob wir da noch irgendwo Schwefel haben. Hier könnten wir vielleicht auch mal Glück haben. Hier, das ist ja mal so dieses Biom, wo Schwefel drin sein könnte. Könnte man sich natürlich auch noch mal durchbuddeln hier. Salz. Ja. Weiß nicht, ob wir hier das Glück haben. Das wäre natürlich super. Hier vielleicht mal rein, Lushan. Oh. Tür. Zack. 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 Warten. Also da mal ein bisschen gucken. Da könnten wir vielleicht noch Glück haben. Da haben sie auch noch nicht gebaut. Da haben sie noch gar nichts gemacht. Da sind sie jetzt bei. Ah, ich glaube, das ist aber überall nur Salz hier. Das ist, glaube ich, nichts, womit wir was anfangen können. Das ist, glaube ich, nichts für uns. Ja, hör doch mal auf jetzt mit Verbrennung. Hör doch mal auf. Max. Max, 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 Max. Dann müssen wir auch mal wieder einnorden hier.
So, Max, so zugewiesen. Medizinpackung. Dem fehlt noch Strom. Oh mein Gott. So, dem fehlt auch alles hier wieder. So. Boom. Strategisch überlastet. Wie viel potenzielle Last? 1800. Das ist auch mal so nah dran, ne? Wie brauchen wir denn hier? 240 Watt. Hier haben wir doch irgendwo noch. Wie viel ist da drauf? 20 Kilowatt. Also da haben wir eigentlich noch locker easy peasy. Könnten wir da eigentlich noch weiter? Da können wir nicht rüber. Starkstrom. Da können wir nicht lang. Das Kabel, da müssten wir eigentlich hier rüber. Das müssen wir mal alles wegreißen hier. Schaut so mit der Temperatur aus. Da wird nämlich einiges an Temperatur rausdrücken. Aber guck mal hier, das ganz gut funktioniert, ne, mit der Temperatur hier, dass wir das so ein bisschen als Blockade nehmen. Das hat da ganz gut funktioniert, genauso wie hier eigentlich auch. Das ist eigentlich ganz, ganz gut gemacht. Das ist eigentlich ganz nice. Müssen wir eigentlich hier oben nochmal machen. Könnte man ja machen. Können wir hier nochmal so eine... Nee, Strom nicht. Dass wir hier nämlich nochmal so eine Pflanzenkiste bauen. Hier so ein bisschen mittig setzen. Also hier nämlich nochmal so ein Keuchwurzeln mauen. Damit wir hier die Temperatur auch nochmal so ein bisschen in den Griff kriegen. So, und zu wenig Ressourcen, Kohle. Zu wenig Ressourcen, Kohle? Ich meine, ich will nicht sagen, wir haben 50 Tonnen. Wart auf Lieferung. Ja gut, weil wir den auf 5 gesetzt haben. Ja gut. Deswegen haben sie nicht mehr diese erhöhte Priorität. Okay, in Ordnung. Ja, das ist die Frage. Bauen wir das jetzt halt um? Wollen wir das so machen, dass wir das alles auseinanderreißen, hier alles an Strom und dann... Das könnte man tun. Das könnte man tun. Die produzieren nämlich ordentlich Kohle hier, wie es aussieht. Kein Keuchwurz. Kein Keuchwurz. Können wir natürlich abbauen, aber naja, ich will jetzt auch nicht alles komplett berappen. Das eine, wir bauen uns hier ein bisschen was ab. Das können wir natürlich noch tun. Hier nochmal weiter. Machen wir dann mal auf 6. Muss ja nicht das höchste Level sein. Da geht es auch nicht so richtig voran. Ja, das sind immer so Kleinigkeiten. Da muss man, wenn man überall sich so ein bisschen in den Kleinkram nämlich verheddert. Ein bisschen im Kleinkram verliert, dann dauert das nämlich dann auch ewig. Wir hätten wahrscheinlich auch schon viel weiter sein können. Wir hätten wahrscheinlich schon die 20. Rakete schicken können. Aber naja, wie das halt so ist, ist alles nicht so einfach. Ich weiß auch nicht, was hier noch drin sein könnte. Das werden wir sehen. Hier gucken wir natürlich nochmal rein. Na ja, gut, hier wächst und gedeiht, aber wir sind hier bei 38%, das ist erstmal okay. Ich denke mal aber, dass wir von den Anlagen vielleicht noch so 2, 3 Riegel bauen müssen. Damit wir noch ein bisschen mehr Grauwildweizen haben. Man sieht ja, dass sie relativ lange brauchen zum Wachsen. Das ist doch schade. Keine Slicks da in der Nähe. Aber hier hätten wir auf jeden Fall Magma. Hier müsste man sich vielleicht mal überlegen, was wir vielleicht mal so ein Ding, was wir super nutzen könnten. Wobei wir brauchen für den... Wo war er jetzt? Der, nee, für die Dampfturbine brauchen wir Plastik, ne? Gib Wasser aus. Flüssigkeitsausgangsrohr. Deaktiviert, aktiviert. Zieht Dampf aus den Ziegeln. Gib Wasser aus. Edeltes Metall, Plastik. Ja, ja.
Edeltes Metall 800 Kilo und Plastik 200. Das heißt, wir brauchen einfach auch Plastik, um eine Dampfturbine zu bauen. Weil das würde ich mich dann hier unten ganz gerne machen. Da würde ich dann hier an der Stelle, gerne diese Dampfdinger bauen, diese Dampfgeneratoren. Und da schön ordentlich Strom produzieren. Dann können wir nämlich den Rest der Basis mit Strom, versorgen. Dann brauchen wir diese ganzen Kohlegedöns nicht mehr. Das sieht hier auch aus, ne? Ganz ehrlich, das sieht hier aus wie Kraut und Rüben sieht das hier aus. Wie Kraut und Rüben. So, das müssen wir auch nochmal irgendwie... Wofür hatten wir das noch gebaut? Das war, glaube ich, nur für die Algendistillerie, ne? Oder? Ja, gut, das könnte man natürlich auch nochmal umbauen. Werden wir auch nochmal müssen. Haben wir noch ein bisschen Wasser. Weiß auch gar nicht, warum hatte ich das jetzt hier hingesetzt und nicht mehr da? Warum hatte ich das gemacht? Ich glaube, das hatte ich mal gemacht, weil hier unten sowieso so eine Pfütze dran war, ne? So wie hier. Ich glaube, deswegen hatte ich das gemacht. Bin mir aber gerade nicht so sicher. Das ja, gut. Dann haben wir nun mal wieder 378 weitere Punkte auf der Liste. Das kriegen wir aber alles irgendwann hin. Also momentan ist es immer so ein bisschen Kleinvieh, so ein bisschen Kleinarbeiten, weil ich erstmal versuchen will, so die ganzen kleineren Fehler erstmal auszumerzen. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir uns dann nochmal weiterentwickeln. Wir müssen wirklich Schritt für Schritt durchgehen. Das sieht ja auch aus, ne, wie ich das hier gebaut habe, wie sonst was. Also, naja, gut. Aber ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Durchhalten, fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Oxygen Not Included wieder, wenn wir eher noch ein bisschen, momentan so ein bisschen Kleinkram machen. Macht es gut, bis dann. Tschüss.